Hallo Martin, ich grüße euch. Kurz der Risikohinweis. Und hier möchte ich einfach mal eine Diskussion starten, um nur einigen vielleicht Ideen zu geben, um ein bisschen hier die Komfortzone zu verlassen, um das übliche, ja, Gerede über G&V und Risiko hier mal ein bisschen von einer anderen Seite zu betrachten, wie einfach man doch traden kann, ohne dass man, sag ich mal, viel Kapital haben muss, ohne dass man viel Risiko eingehen muss in der Form und dann natürlich auch trotzdem mitmachen kann. Alles natürlich im Leben und auch im Trading geben und nehmen ist immer eine Balance und ja, das ist das Hauptprinzip, aber es gibt während der Laufzeiten, während einer Zeit immer noch Möglichkeiten sozusagen sich zu optimieren, die Position zu optimieren etc. Eine Trading-Idee wäre natürlich jetzt hier in dem Fall zum Beispiel die Toll Brothers, TOL, das ist der Bausektor in Amerika. Ne? Das heißt, von dem Zyklus her ist das jetzt momentan sehr interessant. Und das ist auch, wie gesagt, eine sehr große Firma. Die Optionswelt ist auch in Ordnung. Der Preischart sieht folgendermaßen aus hier. Ne, das sind die letzten 9 Monate. Wir machen mal ein bisschen weiter. 3, 4, 5 Jahre. Wir sehen zum Beispiel, die Wohler können wir jetzt ein bisschen weglassen. Ne, wir sehen jetzt hier zum Beispiel eine große Range, ein Midpoint und genau da sind wir auch, 36, den Krisenzeiten, na, das war nicht Krisenzeiten, das war 2016, ein bisschen hier runtergekommen. Interessanterweise hier Januar 2018 ziemlich hoch, also fast 52, jetzt schön abverkauft, aber das ist wie gesagt eine sehr stabile Aktie, gibt auch Dividende, glaube ich 11 Cent. Und ja, jetzt wollen wir zum Beispiel mal eine Long-Seite diskutieren, wie man sie mit verschiedenen Money-Management ja, Techniken spielen kann. Also es geht jetzt hier also um eine Sache, denn das ist also, was ich jetzt auf YouTube da immer so lese oder mitbekomme, verstehe ich manchmal die Welt nicht, gerade auf irgendwelchen Optionsseiten oder Kanälen wird dann ständig über dieses Wohin und was und ich habe Angst, dass ich was verliere und so ein Quatsch. Du kannst doch mit der Optionswelt so risikoarm und klug unterwegs sein und trotzdem partizipieren. Es ist nicht alles nur, wie gesagt, also das Risiko in der Form hängt von der Strategie ab. Ja? Also sprich, du kannst dir auch mit der Optionswelt das Leben schwer machen. Du kannst es dir aber auch leichter machen. Wir haben eine Sache, Recht haben, identifizieren, das ist die eine Sache. Aber Money Management ist die andere Sache. Das heißt, wenn ich ein kluges Money Management mache, dann kann ich vielleicht dreimal Unrecht haben, dann reicht mir einmal Recht und mache trotzdem Gewinn. Wenn ich aber ein schlechtes Money Management habe, und habe nur zweimal Unrecht, habe ich vielleicht kein Geld mehr, um beim dritten Mal Recht zu haben. In der Form, so ganz banal ausgedrückt. Das heißt, du musst in der Optionswelt oder wenn du mit der Optionswelt zu tun hast oder sie tradest in der Form, erstens eigentlich überhaupt nicht Recht haben, kannst trotzdem Geld verdienen oder nur sehr wenig Recht haben und du hast Zeit, dann später Recht zu haben. Also musst nicht gleich Recht haben, du kannst nach 2 Wochen Recht haben. Und das ist eine riesen Edge. Während wenn du ins Underlying gehst, blockierst du gleich das Geld, du bist gleich im Minus, dann kann es zu Drawdowns kommen, Margin Calls und bla bla. Und trotzdem hast du vielleicht nach 2 Wochen recht. Verstehst du? Das heißt, man muss da etwas klüger an die Sache rangehen, sodass du, und wir haben sowieso nie sofort recht in der Form, aber das ist uns in dem Fall egal. Sondern wir spielen einfach long. Wichtig ist zum Beispiel, dass du auch einen Zeithorizont hast. Sagen wir mal, unsere Prämisse ist ein Jahr long. Wir möchten irgendwas verdienen, wenn der Markt steigt. Und wir möchten ganz wenig verlieren, wenn er überhaupt nicht steigt, ja, oder fällt. So ist das. So, und da habe ich jetzt einfach mal einen größeren Butterfly aufgesetzt, zum Beispiel. Ja, das würde dann so aussehen. Das ist ein größerer Butterfly. Der hat folgende Komponenten. Wir könnten hier so ungefähr 200 Tage aus dem Geld gehen. Wir würden einen 35er Call leicht in the money kaufen. Wir finanzieren ihn zum Beispiel mit 39er Calls und zwar 2 Stück und würden uns dann nochmal 2
Ne, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Warte mal. Ah, hier, Entschuldigung. Hier oben noch mal ein bisschen weiter. Ja, ich hätte dann auch hier machen können. Ich mache ihn. Ja, ist auch 4. Auch auf 93 machen. Das ist jetzt nicht, bei der Laufzeit ist das jetzt nicht dramatisch, aber nur so, dass, was vielleicht, dass es vielleicht stimmt. Ne? Das heißt, wir zahlen hier ungefähr 150 Dollar und jetzt kommt's. Jetzt kommt die Diskussion. Ja, warte mal kurz. Ja, jetzt haben wir's. Was ist das? Habe ich da was vergessen, glaube ich, gell? Ich habe den einen Call noch vergessen. Wartet mal. Den machen wir nochmal raus, sonst wird mal verwuschelt. Warum? Jetzt ist er draußen. Jetzt ist er draußen. Ja, ist mit der Software immer ein bisschen schwierig. So, das ist jetzt ein Butterfly. Jetzt habt ihr natürlich einige Butterflies kennengelernt. Jetzt haben wir einen größeren. So, größer heißt längere Laufzeit und größere Spannweite. Und du siehst die entsprechenden Linien. Das sind die Verfalls, also der Verfallszeitpunkt und die entsprechenden Tage bis zum Verfall und dann siehst du, dass, also das ist der aktuelle Kurs, ne, dass wenn der Markt steigt, ne, du natürlich hier anteilig etwas Geld verdienst, wenn dann weiter und schneller steigt, dann hörst du auf zu verdienen und gehst du wieder ganz leicht ins Minus, ja, und wenn der Markt bei Verfall zum Beispiel hier wäre, dann hättest du deinen Maximalgewinn von 320, ja. Das ist aber jetzt erstmal zweitrangig. Und denn das sind ja immerhin 200 Tage, da kann viel passieren. Was ich jetzt aber diskutieren möchte, ist, dass wenn du gerade ein kleines Konto hast, ja, so ein Butterfly, ja, der erstens nicht viel kostet und zweitens wenig Margin beansprucht, also das ist hier nicht ganz richtig in dem Modell. Was hatte denn hier als Margin? Ja, doch wohl vielleicht auch 80 Dollar. Also sehr geringe Margin. Und vor allem, du hast keine Kapitalbindung. Du brauchst nicht die Aktien kaufen, denn du kontrollierst ja mit einem Call sozusagen die 100 Aktien. Ja, in der Form. Und das heißt, wenn der Markt gegen dich läuft, was heißt gegen dich, ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Gegen dich ist ja immer nur dann, wenn du drin bist und etwas anderes erwartest. Ja, nur erst, wenn du im Markt aktiv bist, kann etwas gegen dich sein. Sonst hast du ja keine Relation. Das heißt, wenn du es jetzt aufgesetzt hast und genau jetzt zu diesem Zeitpunkt der Markt fällt, dann hast du eine Zeit lang erstmal überhaupt keinen Verlust. Ne? Das ist faszinierend. Ne? Das heißt, er kann sogar 1-2 Dollar fallen, der Markt, und du hättest vielleicht ja, minimal Verlust. Erst wenn er eine längere Zeit, versteht ihr? Eine längere Zeit fällt und nicht steigt, dann hast du hier nur von deinem Eingesetzten, also vom Risiko her, sagen wir mal, ja, 80 Dollar, bin ich jetzt nicht ganz sicher, maximal. Ich weiß nicht, was er da berechnet. Warte mal, ob er ja doch, Kosten hat er auch jetzt hier, 81, genau. Also das ist dein maximaler Verlust. Mehr kannst du nicht verlieren in diesen 200 Tagen. Ja? Ne? Und auch dann, wenn der Markt gegen dich, das ist ja das, was ich diskutieren möchte, auch wenn der Markt gegen dich läuft, hast du vielleicht erst mal eine Zeit lang nur die Hälfte. Erst bei Verfall, bei der grünen Linie, hast du den Maximalverlust. Das heißt, du kannst vorher noch manövrieren und sagen, nee, mit 40 Dollar gehe ich da Verlust wieder raus, mein Gott. Ja, du sparst dir die Stop-Loss, du sparst dir alles Mögliche. Und natürlich der Nachteil ist, wenn der Markt gleich für dich läuft, dann hast du natürlich auch nicht den vollen Gewinn, aber du bist zumindest im Plus. Und jetzt kommt's. Geduld und strategische Planung sollten immer belohnt werden. Moment. Jetzt hatte ich eine längere Pause gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber den holen wir gleich wieder ein. Wichtig ist bei dieser Diskussion, dass man seine Ziele gesteckt hat, und zwar langfristig. Also das heißt, die Aktie ist ja auch jetzt hier kein, ja, soll ich sagen, Turbo. Das heißt, wenn wir hier nochmal unseren Max hier bei 40 haben, sagen wir mal, da sind wir jetzt hier, dann müssten wir hier ankommen, und dann sehen wir,
wie lange, sagen wir mal, auch der Markt hier gebraucht hat. Fast ein halbes Jahr, wenn ich richtig liege, ne? Korrigiert mich, ich glaube halbes Jahr. Und da wären wir schon, ja, in diesem Zelt drin. Und jetzt kommt's. Jeder Tag spielt ja dann für dich mit. Das heißt, dann, dass wenn wir hier eben reinlaufen, ja, wenn das ist praktisch der Verfall. Und wenn wir uns hier bewegen, Wochen für Wochen, Monat, ne, dann siehst du auf deinem Konto immer mehr ein Plus, ne, entstehen. Ja? Das ist also der Vorteil Nummer 1. Ne? Dann der Vorteil Nummer 2, du kannst jederzeit einen Gewinn mitnehmen und theoretisch neu aufsetzen. Ne? Du kannst dann eigentlich vom geschenkten Geld einen kostenlosen weiteren Butterfly aufsetzen und bist du eigentlich Aktie Long. Ne? Und bist du ständig dabei. Und jetzt kommt's, wenn du hier oben angelangt bist und der Markt weiter steigt, dann wirst du zwar nicht den vollen Gewinn haben, aber du wirst immer noch einen sehr satten Gewinn haben. Das heißt, er müsste nochmal drastisch 4, 5 Dollar steigen, damit du plus minus null bist. Und der dritte Vorteil, den ich jetzt besprechen möchte bei dieser Strategie, ist, dass du zunächst, ja, realistischerweise, es sei denn, dass die Aktie von heute auf morgen auf 43, aber das tut sie nicht, dafür ist sie zu groß, dass du immer erstmal im Gewinn bist, bevor du in den möglichen wieder kleinen Verlust kommst. Ne, das heißt, das reine G&V dürft ihr nicht immer so sehen, sondern es gibt ein Leben davor, ne, und als positiver Trader kombinierst du die positiven Sachen, besser gesagt, du reagierst, wenn es ja schon positiv läuft. Ne, das heißt, wenn ich hier irgendwo in den nächsten 2, 3 Monaten drin bin und habe einen Hunderter gemacht, das wäre eine Rendite von 100% in der Form, was soll man da meckern, dann nehme ich das mit, ja, und setze zum Beispiel neu auf, sodass ich eigentlich gar nie in diese Situation komme. Das heißt, das G&V ist das mathematische. Dein Money Management, wann du wie rausgehst, ist dein Kopf. Ja, das ist dein Kopf, ne, der dann irgendwann entscheidet. So, deswegen kannst du solche Sachen immer sehr schlecht backtesten. Was willst du backtesten? Ne? Du weißt ja nicht, wann ich raus wäre. Und das kann ich zwar prozentual definieren beim Backtest, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Backtest-Spezialist, ehrlich gesagt. Und bin aber eher Realist. Das heißt, wenn ich überlege, wenn ich alle meine Trades backtesten würde, man weiß nicht, was da rauskäme. Schauen uns die reale Welt an, durch Beobachtung und Aktion handeln, dann wirst du sehen, dass du derjenige bist, der dein Konto, ja, wachsen lässt oder besser gesagt nicht schrumpfen lässt, ne, in der Form. Das war jetzt nur eine Diskussion. Wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich mache ich kein Butterfly, sondern einfach nur mal, ja, Aktie Long. Ja, die Vor- und Nachteile nochmal der Aktie, mit der Diskussion auch mal starten, ist, wenn du in die Aktie gehst, passieren zwei Dinge. Ja, du bist, wenn du jetzt nur die Aktie Long gehst, hast du natürlich dieses G&V. Ja. Das ist klar. Das heißt, da wäre das Timing gut. Sonst hast du eine entsprechende Drawdown-Phase. Und das Zweite ist, du bindest Kapital. Ne, in dem Form 3.500. Ne, $3.500. Und jetzt gehen wir mal von Dollar aus. Angenommen, du hättest Dollar. Oder du konvertierst die, dann bekommst du Zinsen. Natürlich kostet die Konvertierung Geld, aber wir gehen mal davon aus, dass du Dollar hast. Dann musst du ja eine Opportunitätsrechnung machen, musst ja sagen, wie viel Zinsen würde ich in Amerika bekommen. Lass es 1% sein. 1% per annum, 3.500, ich weiß gar nicht, was das ist. $35, glaube ich dann. 10% wären 53, 1%, ne, sagen wir mal $35. Das heißt, wenn ich jetzt die Dividende
nehmen würde, die da wäre, für 3.500 bekomme ich 11 Dollar, glaube ich, bin es nicht sicher, ob ich was Falsches sage, 8 Cent, das heißt pro 100 Aktien musst du rechnen, sind es 8 Dollar. Das heißt, ich wäre besser in Cash aufgehoben, ne? Denn da würde ich in Dollar mehr Zins kriegen. Das heißt, du brauchst dir um die Dividenden keine Sorgen machen. In der Form, dass sie dir entgehen. Denn du hättest mehr Vorteile durch den Zins. Also sprich, du bist mit dem Butterfly mit 80 Dollar investiert, statt mit 3.500 und die 2.400 irgendetwas, die du nicht investierst oder blockierst, könntest du fest verzinslich, ja, wenn du es könntest in Deutschland, wenn du was kriegen würdest, bei IB 0,4%, glaube ich, in Dollar, anlegen und hättest mehr davon als Dividende, wenn du das Geld hier blockierst. Ne? So musst du rechnen. Aber jetzt vom G&V, ne? Risikochancen, vom G&V wäre das jetzt das Typische. Und trotzdem kann man natürlich seine Kostenbasis ein bisschen senken, indem du einfach irgendwo, ja, ist eigentlich völlig egal, das ist nur eine allgemeine Diskussion, ist es hier keine. Das stimmt nicht. Entschuldigung, ein, nicht vier, habe ich gerade gedacht. Das ist eine allgemeine Diskussion, dass ihr so ein Gespür bekommt, was denn da so möglich ist. Ja, viele wissen es ja gar nicht, viele wissen es, aber manche es auch nicht. Deswegen Diskussion. Natürlich covern wir uns, ja, weil wir covern hier uns. Aber wir haben ein bisschen Prämie eingenommen. Und jetzt kommt's, was du auch nicht in der G&V hier siehst, was viele auch immer ein bisschen, ja, nicht so klar, was halt nicht so klar rüberkommt oft, dass irgendwann die Option natürlich wertloser wird. Das heißt, an irgendeinem Punkt, denke immer an den Kopf, das ist das normale G&V, aber du bist dein Money Manager, du kannst ja reagieren. Ja. Das heißt, wenn das Ding fast nicht mehr wertlos ist, kannst du schließen, dann bist du immerhin, bleibst du weiter long und kannst auf einem höheren Niveau zum Beispiel neu aufsetzen. Das heißt, das kann man managen. Ja. Ja, natürlich gibt es Vor- und Nachteile, wenn es ganz schnell geht. Ja, aber jetzt, man muss aufhören mit diesen, ich habe meinen Ge Gewinn gecapped oder so ein Quatsch. Ja. Da gibt es erstens noch ein paar Tricks, paar Techniken, wenn du langfristig unterwegs bist, dass das erstens nicht passiert. Zweitens, wenn du weit genug weg bist, ja, wird das in der Realität auch nie geschehen in der Form. Ja. Das heißt, du wirst immer erst im Plus sein, bevor du dann Entscheidungen treffen kannst. Und das ist ein Luxusproblem. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Ihr sitzt im Hocker und sagt, okay, ich bin im Plus, was kann ich machen? Ohne Angst zu haben. Also alleine nur ein Covered Call würde euch eine ständige Rendite bringen. Denn es ist tatsächlich so, du hast ja dann, wenn du die Aktie hast, einen Wert. Du hast ja 3.500 Dollar investiert. Ja, und dafür darfst du auch, das ist die Gerechtigkeit in den Märkten, ne, darfst du auch etwas bekommen. Und derjenige, der das nicht macht, verschenkt Geld. Ganz einfach. Derjenige, der Werte hat, auch Gold übrigens, viele haben vielleicht Gold, die können risikolos an der NYMEX Optionen schreiben. Und dadurch eine, sage ich mal, Dividende generieren. Ja, auch wenn es nur ein Call ist, machen wir ein Beispiel. Du schreibst einen Call bei 1600, ne, also beim Preis, Goldpreis 1600. Du nimmst 1000 Dollar ein, ne, und hast 160.000 Gold, also 140.000 wäre das Volumen. Dann hast du am Jahresende 1000 Dollar mehr. Dann kannst du dir für 1000 Dollar wieder neue Goldmünzen kaufen. Denn du hättest den Goldbetrag sowieso, ne, du hättest sowieso den irgendwo im Keller. Ja. Das heißt, da kannst du auch Prämien holen. Jemand, der das nicht tut, verschenkt das Geld. Ja? Das ist so, als hättest du eine Villa auf Mallorca, du lebst dort nicht und du vermietest auch nicht und hast halt nur Kosten. In dem Fall sind deine Kosten dein Geld, was vielleicht anderweitig besser aufgehoben wäre. Mittlerweile gibt es schon ein paar Alternativen. Vor ein, zwei Jahren war es schwieriger. Das heißt, du kannst dann sagen, Mensch, bevor ich meine 100.000 jetzt hier reinstecke, dann stecke ich es lieber da rein, dann arbeitet es besser. So, und hier kriegst du dann eben auch die Belohnung. Total simpel. Aber das ist dann auf die Jahres,
über die nächsten Jahre natürlich dann einen riesen Zinseszins. Überleg mal, du reinvestierst ständig im Goldbahn, dann kannst du auch immer mehr schreiben. Nach 10 Jahren, dann kannst du vielleicht 2 Calls schreiben, dann irgendwann 4 Calls, was weiß ich. Ja, da gibt es natürlich noch andere Tricks, Möglichkeiten. Das wäre also Aktie Long mit, ne, einem mit Prämien. So, jetzt kommt das was anderes, indem du einfach einen Put kaufst. Ne? Du sagst hier einfach, ich gehe Aktie Long, das habe ich gerade wieder raus, mache es ja gleich wieder rein, und kaufst dir einfach einen länger laufenden Put. Ja, Put heißt, so ein Put, das heißt Merit Put, ist in dem Fall auch wie ein Long Call, aber das ist, hat sich so ergeben, wahrscheinlich vielleicht auch steuerlich, dass man die Aktie kauft und gleichzeitig einen Put, das heißt, du hast sofort dein Verlustrisiko reduziert, mehr als 400 kannst du nicht verlieren, dein Break-Even hast du allerdings ein bisschen nach oben verschoben und dann ist die Sache für dich gegessen für ein paar Wochen, Monate. Und das ist eigentlich auch eine sehr interessante Konstellation, denn irgendwann bist du im Plus und dann kannst du immer noch entscheiden, ja, was du machst, ob du rausgehst, anpasst. Das ist also ganz simpel, ja, kannst du dein eigenes Verlustszenario bauen, ja, ohne abhängig zu sein vom Markt. Das heißt, du bist dein eigener Herr. Ihr seht hier das Chart. Jetzt pass mal auf, noch eine kleine Diskussion nebenbei. Ja, macht euch das Leben doch nicht so schwer. Ja, das ist das Chart. So, jetzt möchte ich, jetzt könnte ja sein, dass der Markt hier, ne, hätte er noch weitergehen können, sagen wir mal. Ne, also Trend hätte noch weitergehen können. Angenommen, ich hätte mich hier entschieden, long zu gehen. Okay? So, bin ich hier long gegangen bei 46, habe ausgeharrt, habe gesagt, ich glaube dran. Jetzt bin ich bei 35, also immer noch 10 Dollar verloren, das ist ein Tausender. Das ist viel Geld in der Form. Also wenn ich jetzt 4.600 investiert habe, ein Tausender Verlust, ist das schon 20-25%. Nummer 1. Jetzt können wir hier rumdümpeln, noch ein paar, ne, Monate. So, ich bekomme A, von diesen 1.500, die ich verlust habe, keinen Zins. Das ist schon mal, habe ich schon mal die negative Karte. Zweitens natürlich noch im Verlust. Hätte ich hier sofort, ne, diesen Merit Put gemacht, hätte ich mir meinen eigenen Boden. Ich hätte mir meinen eigenen Boden definiert. Ne, wisst ihr, was das bedeutet? Dass das für dich völlig uninteressant ist, was der Markt macht, ab dem Zeitpunkt, wo du hier bist. Das heißt, ab hier war deine Welt. So, und dann hast du natürlich einen Verlust, der aber unheimlich begrenzt wäre, sagen wir mal 500 statt 1000 oder 300, je nachdem. Das heißt, du hast 700 mehr auf der Kante, davon kriegst du mehr Zinsen und vor allem, du brauchst nicht ewig lang warten. Theoretisch kannst du dann den Put verkaufen und könntest dann halt vielleicht nochmal neu aufsetzen hier und wärst dann auch schneller im Break-Even. Ja? Das heißt, du brauchst ganz simpel. Und die noch klügere Form, die vor allem auch die Profis machen, das ist der sogenannte Caller. Ne? Das heißt, die Prämie hier ist ungefähr 127 Dollar und das ist genau dann ungefähr, ja, sagen wir mal, die Prämie, ist immer großzügig, die ich mir hier auch oben reinhole. Ja? Das heißt, es ist sozusagen eine Versicherung auf Nullkostenbasis, natürlich Vor- und Nachteile. Ich cappe mich natürlich nach oben, aber prämienmäßig bezahle ich nichts für den Put. Ich habe hier nur das maximale Risiko, was ich definiere. Und mehr kann mir in diesen Wochen und Monaten nicht passieren. Entweder habe ich einen Gewinn, schöpfe ab, oder ich habe nur den Verlust, aber ich habe nichts für die Versicherung bezahlt. Bin ich tiefer, kann ich ja Folgendes machen. Ich kann den geschenkten Put, der ist ja dann wertvoll, kann ich verkaufen, dafür kriege ich Geld und könnte dann billiger die Aktie natürlich oder teilweise nachkaufen. Das machen die Profis so. Ja, sehr gerne. Tolle Strategie. Auf der Portfolio Margin reduziert das sogar noch deine Margin enorm. Ja, das wäre der Caller. Das heißt, du finanzierst mit einem Call, den du risikolos schreiben kannst, den Absicherungsput. Ganz simpel. Ja, und da kannst du auch, egal welche Laufzeit, nehmen. Also machen wir mal eine ganz lange. So ihr einfach mal seht, dass es überhaupt kein Problem ist. Also bei 40 verkaufe ich jetzt hier diesen Call, okay, und ich habe 240 Prämie eingenommen und die geben wir ungefähr fast auch wieder aus. Und bei 33 kaufe ich den Put und bedeutet,
alles, was drunter oder drüber ist, interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe hier meinen maximalen Verlust, ja, und hier meinen maximalen Gewinn. Fertig, aus ist die Kiste. Also wohin dann was fällt und wie tief, interessiert mich, wenn ich das hier aufsetze, hier mein Put, hier mein Covered Call, überhaupt nicht. Ja? Und so kannst du realistisch, wenn du mehrere Aktien tradest oder Underlyings, dich mit dem Money Management so gut durch die Gegend wuscheln, ohne dass du Angst haben musst, ja, wie der Konto aussieht über Nacht. Angenommen, du hast, sag ich mal, du hast jetzt 100.000 und du definierst jedes Mal mit dieser Aktie hier, sag ich mal, 300, 400 Risiko. Ne? Und du sagst, generell möchte ich 10.000 Risiko in meinem Depot haben. Ne? Dann kannst du ausrechnen, kannst du 10, kannst du 30 Aktien, überleg mal, 30 Aktien in der Form, zum Beispiel mit diesem Collar oder Put, absichern und du weißt, egal was passiert, wenn alle pleite gingen, hast du nur deine 10.000 verloren. Aber ich denke mal, mit 20 oder so Aktien, wenn da mal die Hälfte funktioniert, solltest du im Gesamtplus sein. Warum? Ha, jetzt kommt's. Weil die Aktien, die laufen, machen einen Gewinn. Okay? Nummer 1. Das heißt, die machen Plus. Die Aktien, die nicht laufen oder stark fallen, können aber nur einen bestimmten Verlust machen. Das heißt, im besten Fall machen 5 plus, 5 minus, ne, sodass du plus minus 0 hast. Dann hast du aber vielleicht Dividenden während des Jahres noch gekriegt. Also auch ein leichtes Plus. Aber es ist auch keine Schande übrigens heutzutage, wenn du tradest, plus minus 0 zu sein. Wenn du 20 oder 100 Trades machst, dann bist du auch ein guter Trader. Okay? Das heißt, wenn jetzt nur eine Mehrheit, 60% funktioniert, hast du schon ein Plus, aber du hast den Drawdown auf der anderen Seite nicht. Oder die können dann auch wieder kommen. Das heißt, du nimmst die mit, die gewinnen, und die anderen sind im Verlust, aber wer weiß, nach 2, 3 Wochen kommen sie dann auch hochgekrochen. Aber währenddessen kannst du ja wieder andere aufsetzen, weil du einen Gewinn hast. Das heißt, dein Cashflow, dein Money Management bleibt erhalten und du spielst mit. Ganz simpel, mein Gott. Investiert in dieses Wissen. Ja. Ich verstehe wirklich auch gestandene Fondsmanager und alles, was ich auf den Kanälen sehe, nicht, warum sie sich das Leben wirklich oder warum sich das Leben so schwer machen. Das ist natürlich jetzt sehr simpel, was ich sage oder zeige, aber glaub mir, die simpelsten Sachen sind die effektivsten. Man kann so Sachen verfeinern, optimieren, so dass der Abwärts, die Aufwärtsbewegung noch so mehr abschöpfen, dass wir weniger für die Absicherung bezahlen. Das ist alles halt eben das Feintuning. Ja? Das kann man verbessern, lernen, beimischen, etc. Ja? Ja, also wir sehen, wir Options Trader haben die Möglichkeit, entsprechende Marktmeinungen mit ganz verschiedenen Risikomanagementmodellen zu traden. Ich finde, sehr klüger zu traden. Aber für dieses klüger Traden muss man einfach auch zunächst in sich, in das Wissen, die Techniken investieren, egal woher ihr sie holt. Ja, ihr müsst nur wissen, warum ihr es tut und was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ja, und dann habt ihr eine realistische Chance. Ja, in wirklich nächsten 10, 20 Jahren oder sowas, was aufzubauen. Anders kommt man nicht aus diesem Hamsterrad und da bin ich so müde von diesen Diskussionen, sinnlose Diskussionen. Ja, und da möchte ich ihn und da muss ich jetzt rein. Das brauchst du doch alles nicht. Dir reicht, wenn du ungefähr, ja, so einen steigenden oder ne, irgendwo dazwischen mal drin bist. Wir können auch hier rein, müssen nicht hier. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel Recht haben. Und geh weg davon. Das ist Zeitverschwendung. Lieber Kraft investieren in entsprechendes Money Management. Ja, Positionsmanagement. Ne? Da ist die Kraft richtig investiert. Denn das kannst du beeinflussen. Wir werden niemals beeinflussen oder wissen, was der Markt macht. Aber du kannst beeinflussen, was du machst, wie du dich positionierst, wann du rausgehst. Ja? Und das ist egal, bei welcher Diskussion, bei welcher Technik, bei welchem Volumen, Marketing, Market Profile, Volume Profile, alles, was da draußen
diskutiert wird, bleibt immer, also es bleibt immer, die Bottomline sozusagen ist, was du oder wie du das tradest und managst. Ich mache immer das Beispiel mit dem Casino. Du gehst ins Casino einmal, hast einen Abend, wo du mit 1000 Euro 10.000 machst, hast halt vier, fünf Mal auf Rot, dann ist alles gekommen, hast verdoppelt, prima. Jetzt pass auf, jetzt hast du aufgehört und bist du nie mehr ins Casino. Dann ist deine Meinung, ja, prima. Casino ist super. Habe ich 10.000% gemacht oder 1000%. So, dann sagen aber die anderen, das ist, kann nicht sein, das ist Quatsch. Ja, denn ich gehe jeden Tag ins Casino und ich kriege nicht so viel raus. Ich habe eigentlich immer mehr Verluste als Gewinne. Und für den anderen ist das Casino ein, ja, ein Fluch sozusagen, weil er nicht nach vorne kommt, weil er jeden Tag drin ist. Es ist aber das gleiche Casino. Das heißt, ihr habt beide die gleiche Wahrheit. Der eine, der nur einmal getradet hat, hat Erfolg und es hat funktioniert. Der andere, der jeden Tag einmal was gemacht hat, hat in der Summe einen Verlust. Das heißt, jetzt kommt es auf dich an. Wie oft tradest du? Wie gehst du raus? Ja, gehst du auch beim Gewinn raus? Denn ich hätte ja theoretisch noch einmal auf Rot setzen können. Ja, wenn ich gesagt hätte, ich will nicht 10, sondern 20.000 und dann wäre ich vielleicht auf 0. Also war ich im Plus, aber ich habe entschieden, aufgrund eben der Frequenz, ne, so lange drin zu sein, bis ich wieder runtergeprügelt werde, sozusagen. Und jetzt kommt's. Wenn wir ständig Recht haben müssen, wenn wir uns nicht andere Strategien nehmen, dann und du riskierst zu viel, ne, und du machst es öfter und mehr, dann kommt man nicht vom Fleck mathematisch. Es geht nicht. Dann ist es mir lieber, dann habe ich wenig Risiko, ich brauche nicht ganz viel Recht, kann aber zehnmal etwas machen, sodass ich zehnmal eine Chance habe, etwas kleinere Gewinne einzufahren in der Form. Das ist mathematisch etwas besser, Nummer eins. Und zweitens habe ich ja immer durch das Kapital die Möglichkeit, noch was zu machen, während du, wenn du es verpufft im Casino, kannst du nicht nochmal auf Rot setzen, wenn du keine Kohle hast. Deswegen, das ist. Wird immer euch begleiten, was ihr bei entsprechender Technik oder Setup, wie ihr das Money Management mäßig umsetzt und wann ihr mit einem Gewinn rausgeht und ob ihr diszipliniert dann seid und wartet, bis ihr wieder ein Signal findet und es ähnlich abschöpft. Darum geht's. Nicht jetzt um, ja, steigt jetzt die Aktie oder nicht, sondern wie, ne, handelst du dein Management. Alles klar. Ciao, ciao.